Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem täglichen Trading-Webinar. Guten Morgen, DAX Index zur Marktvorbereitung vor dem Xetra-Start. Mein Name ist Aaron Radoschowski von Admirals. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Es ist der 10.07.2023. Wir starten in die neue Woche zusammen. Und bevor wir starten, gilt es, kurze Proforma-Dinge zu klären. Und wir kommen zunächst zu unserem Risikohinweis. Bei Admirals geht es selbstverständlich immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte und bei allen Hebelprodukten ist es gleich. Der Hebeleffekt kann für, aber auch gegen Sie agieren. Bitte dies immer mit beachten bei Ihrem Trading und heute bitte auch nichts als persönliche Anlageberatung, missverstehen noch Execution Only genannt. Der Heiko wird sich über seine Schulter schauen lassen, wird mit Ihnen zusammen die Märkte screenen und natürlich gerne auf Ihre Fragen eingehen. Aber alles, was wir Ihnen heute mitteilen, bitte niemals als persönliche Anlageberatung missverstehen von unserer Seite. So, dann gebe ich ab zum Heiko und sage, lass uns mal auf den DAXI schauen und ich hoffe natürlich auch, du hattest ein schönes, entspanntes Wochenende. Ja, war ja heiß genug, kann man mal so sagen. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Freibad, Entspannung, keine Ahnung wie. Und ja, mal gucken, was denn heute auf uns zukommt nach diesem auch heißen Freitag. Ging ja doch einiges hin und her und ich nehme euch mal direkt rüber mit auf meinem Bildschirm zum Rückblick. Da ist er. So, schauen wir uns mal an. Die Analyse für heute findet ihr immer auf meiner Homepage skype-trading.de und da dann auf die Tagesanalysen gehen und dann seid ihr auch da entsprechend dort und wir schauen uns mal an. Ich hätte mal, wartet mal, ich muss wahrscheinlich hier nochmal aktualisieren, oder? Ach nee, ich habe das, warum habe ich das? Ich habe zwar drunter geschrieben, Verlauf vom Freitag, aber ich habe kein Bild hochgeladen. Ja, auch nicht schlecht. Warte, dann tue ich das. Naja, der Montag wieder mal. Verlauf. Also. Jo, aktualisieren. Sorry. So, da ist das richtige Bild. So, dann schauen wir doch mal rein, was am Freitag passiert ist und gucken uns das Ganze mal an. Also am Freitag war ja die Überlegung, ob wir eine Kapitulation sehen nach dem wirklich schwachen Donnerstag, dass es vielleicht am Freitag komplett nach unten wegcrasht der Markt und ins Nirvana fällt. Was wir denn hier gesehen haben, ist unter dem Vortagestief bei 15.494 hat sich der DAX dann doch relativ gut stabilisiert und konnte dann von dort aus nach oben steigen. Man sieht es hier zwar nicht ganz genau, aber im 5-Minuten-Chart, weil es hier ein 15-Minuten-Chart ist, haben wir dann oberhalb der 15.528 den ersten Wendepunkt gesehen. Im 5-Minuten-Chart auch, wo wir das erste Mal, sei jetzt mal, so ein bisschen ein höheres oder das letzte Hoch rausnehmen konnten. Das nächste Hoch waren ja dann die 15.570. Da ist der DAX rangelaufen, hat das dann auch noch etwas später knacken können, das Ganze. Und dann ging es hier vor den NFP-Zahlen schon nach oben bis über die 15.600. Mit den NFP-Zahlen hat der DAX relativ gut reagiert. An der 15.656 ging nochmal nach unten. Die Zahlen waren etwas schlechter so gesehen, mit 209.000 neu geschaffene Stellen. Und was sicherlich die Marktteilnehmer so ein bisschen freut, dass der Arbeitsmarkt sich abkühlt, damit vielleicht weniger Zinsanhebungen kommt. Und was aber man trotzdem gesehen hatte, was vielleicht dann so ein bisschen auch direkt dann wieder drauf gedrückt hat, war, dass die Lohninflation von 0,3% die Stundenlöhne auf 0,4% angestiegen sind. Das konnte vielleicht ein bisschen drückend sein. Jedenfalls mit dem Start des US-Handels hier um 15:30 Uhr hat der DAX relativ sauber aus einem Widerstandsbereich einen Unterstützungsbereich gemacht bei 15.570. Ging es ein bisschen höher und dann oberhalb der 88 konnte sich denn der DAX dann hier halten und lief dann nochmal auch mit deutlich anziehenden US-Börsen auch nochmal nach oben. Ja, über die 15.656 und dann dachte ich schon, okay, das sieht ja richtig gut aus zum Ende der Woche. Und dann habe ich irgendwann 22 Uhr nochmal drauf geschaut und habe gesehen, dass in den USA der gesamte Anstieg hier am Abend in der letzten Stunde, letzten halben Stunde
komplett verkauft wurde, zumindest im Nasdaq. Und das hat auch den DAX dann nochmal mit runtergezogen. Wir haben hier dann bei 15.626 oder ich werde es mal umändern mit, wenn man es aufrundet, von unten aus gesehen, mache ich mal die 15.527 noch draus. Hier im Ausblick und auch hier schnell im Text noch 27 draus gemacht. Ja. Aktualisieren. Genau, also da hoffe ich, dass ihr da ganz gut durchgekommen seid. Ich selber hatte das so ein bisschen kommentiert, sowohl bei Facebook, auch bei Discord oder auch in meiner Skype-Gruppe, dass wir hier entsprechend, ich zeige euch nochmal das Bild, ich habe das mal ein bisschen ja aufgearbeitet mit dem Indikator, den von Oliver Najar, so ein Markttechnik-Indikator, der die Trends da einfach nochmal besser oder optisch ganz gut darstellt. Da musste ich nicht alles dran schreiben. Und begonnen hat das Ganze hier, also hier nochmal zur Erinnerung, hier bei 15.494 ist das Tagestief vom Vortag. Und man sieht, hier ist der Trend immer noch abwärts. Ja, das sind hier die 15.528. Und das war dann das letzte Tief gewesen. Von dort aus ging es wieder hoch. Wir sind trotzdem wieder unter dem Tief geblieben. Also musste man durchaus davon ausgehen, dass hier noch keiner wusste, ob der Markt denn nicht wirklich auch weiter fällt. Nachdem dann der DAX da oben angekommen ist, das ist dann der Start der Umkehr. Man kann natürlich spekulativ versuchen, hier einen Long Trade einzugehen oder hier in der Richtung, um dann hier zu versuchen mitzukommen. Oder man wartet dann ab, bis die Umkehr dann fertig ist und probiert es dann vielleicht da hinten nochmal. Das ist auch das so ein Trade, den ich dann gemacht hatte mit 40 Punkten. Hier unten, ich habe es hier unten auch spekulativ versucht und bin mit 5 Punkten hier ausgestoppt worden. Und aber so sieht man mal ganz gut, wie ja, wenn eine Trendumkehr richtig gut ausgebildet ist, sieht es genauso aus wie gestern oder am Freitag vielmehr. Also das war vom 1-Minuten-Chart aus beginnend wirklich gut und man konnte die Struktur eigentlich doch relativ gut handeln. Da seht ihr den Trade einmal 5 Punkte. Kam hier zu weit, ein bisschen zu weit zurück, weil warum ist mein Stop-Loss da oben? Ich weiß ja natürlich nicht, ob der nicht von diesem Punkt hier aus eine Seitwärtsrange macht. Also das weiß ich ja nicht. Oder vielleicht sogar ein neues Tief macht. Also da ich hier oben erst eingestiegen bin, muss ich den, also ich für meine Verhältnisse, muss den Stop-Loss da hinlegen. Ich will da nicht nochmal irgendwie 30 Punkte riskieren, wenn ich schon gegen den Widerstand handle. Also ich hätte halt gern gesehen, dass der Markt direkt hier durch geht, so wie er das dann erst später getan hat. Und dann habe ich hier ein bisschen abgewartet. Ich hatte hier nochmal einen Trade auch gehabt, oder hier vielmehr, der wäre wahrscheinlich auch nochmal ausgestoppt worden. Und zwar ist der Markt dann durch ein Tief einer 5-Minuten-Kerze gegangen, auch wieder angestiegen, auch immer wieder sehr, sehr gut. Und dann hier die 40 Punkte zu einem Zielbereich hin mitgenommen. Und das war es dann für mich gewesen. Ja. Gut, ja, nach dem Trade habe ich dann für mich dann auch gesagt, Freitag aber eins macht jeder seins und war dann auch im Garten gewesen, hatte kurz überlegt, ob ich dann zum US Opening nochmal wieder ins Büro fahre, bin aber dann, als ich da, habe dann überlegt, meine Eltern haben sich dann noch zum Käffchen angekündigt und als ich dann die Eröffnung gesehen habe, war ich auch ganz froh. Hier vielleicht nochmal meine Gedanken dazu mit diesem Käufen unter dem Tief, ja, und hier so sieht man nochmal den Trade im 5-Minuten-Chart. Also der Markt unter dem Tief, ja, das ist eigentlich eine schöne Kerze. Unter dem Tief gehen die Käufe los. Ich bin ein bisschen spät halt rein am Hoch der Kerze und ja, ist eigentlich eine schöne Umkehrkerze. Und hier zwar nochmal kurz im Minus gewesen, aber dann entsprechend konnte man hier, ja. Also hätte ich gewusst, dass der Markt nach der Kerze, also im 1-Minuten-Chart von hier oben aus, dort so runterfällt und dann wieder steigt, ja, dann wäre ich ja drin geblieben. Wusste ich aber ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und hier ist nochmal der andere Trade. Ja, genau. Gibt es sonst noch was? Ja, das nochmal Trades von Tradern, die auch dann das Ganze ganz gut erwischt haben. So, okay. Dann, genau, das soweit zum Rückblick. Kommen wir mal zum Ausblick. Achso, ich wollte das hier noch schnell aktualisieren. Zack. Und holen wir uns mal den Chart her. So, fangen wir an. Oben
beim Wochenchart, so im Wochenchart haben wir jetzt ja das Problem. So. Ah ja, Twitch habe ich an, genau. So, dann. Das ist der Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir, dass wir den Anstieg von vor 2 Wochen nun in der letzten Woche komplett platt gemacht haben. Rein von der Candle-Formation, wenn wir über das Hoch waren, also über dem Hoch der Vorwoche, plus darunter auch gefallen sind. Es reicht auch der Kerzenkörper, das haben wir hier schon mal auch gesehen, mit einem Aufwärtsgap ist auch okay und darunter fällt beides, was wir hier in der letzten Woche gesehen oder in den Wochen da gesehen haben. Ich markiere es nochmal, in den roten Abwärtswochen sind sogenannte bearish engulfing Pattern, sie umschließen halt die Woche davor komplett und damit eher so Umkehrsignal, ja, durchaus die Möglichkeit, dass wir hier an einer größeren Trendwende auch im Wochenchart halt arbeiten. In dieser Woche wird es dann für mich hier jetzt spannend werden, ob wir entsprechend diese Trendwende weiter fortsetzen. Heißt, das müsste man dann umfärben. Also aus der Unterstützung wird dann ein Widerstand werden. Und das Ziel hier nach unten wäre dann Minimum mal Richtung 15.300 zu fallen. Wenn es eine richtig schwache Woche wäre, könnte der DAX auch hier Richtung 15.000 fallen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dann würde sich dann einfach dieses Gebilde weiter fortsetzen. Wenn man, ja, je nachdem, wie man das sieht, der eine sieht eine Schulter-Kopf-Schulter, der andere eine Doppeltop-Formation. Wenn man hier so sich oben mal so ein bisschen den Bibel da oben wegdenkt, dann passt das relativ gut auf Schlusskursbasis so Richtung Doppeltop auch. Also da kommt es dann drauf an, wie man das sieht. Egal wie, eine Schulter-Kopf-Schulter ist genauso eine Trendwende-Formation wie ein Doppeltop. Wichtig ist halt, was passiert halt unter dem Tief und da wären, wenn wir da drunter bleiben und auch unter der 15.656 oder der 15.738, dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der Markt hier weiter dran arbeitet und versucht, das Ding nach unten aufzulösen. Die bullische Variante wäre dann genau das Umgedrehte. Das ist so wie jetzt, also was halt nicht so gut ist, ist, dass wir halt den Schlusskurs unter der 56 gesehen haben. Hätten wir den bei 15.700 bekommen, dann sähe das noch ein bisschen besser aus. Denn dann hätte es weiterhin keinen Schlusskurs darunter gegeben, weil auch davor in dieser Range gab es ja die Schlusskurse immer nur darüber und das hätte halt ganz gut gepasst, um halt sich hier nochmal etwas deutlicher rein von der Optik her die Chance offen zu lassen, zu sagen, okay, wir versuchen trotzdem nochmal hier reinzugehen. Und falls dann die aktuelle Woche über 15.738 schließen würde, also eine weiße Woche sehen, falls wir hier eine weiße Woche sehen würden, dann wäre der DAX wieder in der Trading Range drin und könnte ja natürlich dann hier auch in den Folgewochen wieder nach oben laufen. Was spricht dagegen? Wir hatten es uns letzte Woche ja schon angeschaut, dass der Juli und August eher schwächere Monate sind. Da hatten wir uns 10 Jahre zurück, das mal, oder, ja, 10 Jahre zurück angeschaut, bis zum Jahr 2011. Ja, in diesem Jahr wissen wir es ja noch nicht. Bis jetzt ist der Juli extrem schwach hier gestartet. Ja, das ist ja der Start des Julis, die erste Woche im Juli. Und mal gucken, ob jetzt 2, 3 weitere schwache Wochen nachkommen oder wir hier nochmal versuchen, auch das Tief zu kaufen. Ja, wenn wir das, wie gesagt, dieses Tief hier nicht mehr kaufen, ist es doch eine relativ deutliche Umkehrformation. Das absolute Tief wäre jetzt im Wochenchart das letzte lokale Tief. Das liegt bei 15.458. Ich habe es hier unten schon mal markiert, das Ganze. Also das wäre das letzte lokale Tief im Wochenchart. Und dann müsste man wirklich sagen, dann kann man wirklich davon ausgehen, dass der Trend halt kaputt ist. Wenn man jetzt immer fragt, was ist denn, also es gibt ja 2 unterschiedliche Betrachtungen. Man schaut sich immer vom absolut letzten lokalen Punkt dann an, wo vielleicht noch ein höheres Tief ist. Wie gesagt, wir hätten hier schon auch die Möglichkeit, unter dieser 15.626 auch zu sagen, das wäre hier schon trendumkehrmäßig. Also von daher stehen wir davor, es wäre bis jetzt hier nur ein Rücksetzer noch innerhalb des Trendes und darunter, da wird es dann relativ nochmal heftig. Ja, falls dann doch im Herbst die Rezession oder andere belastende Themen dann endlich gespielt werden, dann könnte das natürlich auch wirklich deutlich weitergehen, wenn wir uns hier mal den Wochenchart richtig stark zusammenschieben. Wie gesagt, ist hier oben
aus Wochenbasis noch nicht viel passiert. Wenn wir uns die Performance ja auch anschauen von der 11.800 raus, ja, ist das bis jetzt ja alles noch relativ wenig, auch wenn es schon jetzt da oben, man merkt es ja hier und da in den Chats, schon relativ emotional wird. Genau. Dennoch, also die wichtigste Marke zusammenfassend bleibt für mich die Marke 15.656 bis 15.738, die jetzt hier noch grün ist. Und die Frage, die sich mir in dieser Woche stellt, muss ich diese Marke in Rot umfärben dann? Und also von hier aus dann in Rot umfärben, je nachdem, wo dann der Wochenschlusskurs dann kommt, sodass aus der Unterstützung neu ein Widerstand werden könnte. Ja, und den ersten Schlusskurs dann im Wochenchart oberhalb von 15.656,38 wäre dann wieder bullish im Sinne der Range. So würde ich jetzt das Ganze sehen. Dann können wir eine Etage tiefer gehen, von der Woche runter in den Tageschart hier jetzt dargestellt. Im Chart von 8 bis 22 Uhr. Im Tageschart ging es nach 4 Tagen und über 750 Punkten abwärts am Freitag nach oben. Der Konter ist bis jetzt nur eine Ein-Tages-Korrektur in der Bewegung nach unten gewesen. Ja, mehr ist es nicht, denn wenn wir uns die Hoch- und Tiefpunkte innerhalb der Struktur hier angucken, ich zeichne sie mal schnell ein, dann ist es immer noch so, dass wir hier von dem Montag, Dienstag ein tieferes Hoch, am Mittwoch ein tieferes Hoch, am Donnerstag ein tieferes Hoch und am Freitag haben wir am Ende zwar einen weißen Tag gesehen, aber trotzdem ja ein tieferes Hoch. Also damit ist die Abwärtsbewegung halt völlig intakt. Und wenn wir uns die Tiefs angucken, dann sind die Tiefs auch nochmal tiefer gewesen am Freitag als am Donnerstag. Also damit ist eigentlich der Abwärtstrend intakt. Der einzige Unterschied, den wir hier haben, ist, wenn wir uns den Schlusskurs mit reinnehmen, dann ist der Schlusskurs eher am Tageshoch. Bei so einer Abwärtsbewegung, seht ihr ja selber, ist dann der Schlusskurs eher am Tagestief. Und damit zeigt uns der Markt hier, dass wir nach den 4 Tagen Abverkauf eventuell ein Level gefunden haben oder jetzt einen Bereich gefunden haben, wo wir durchaus ja vielleicht auf einem Unterstützungsniveau angekommen sein könnten, um dann hier, und dann sehen wir auch wieder die 15.656 zu überlegen, schafft der Markt es hier, dieses Gap heute zu schließen, Schlusskurs gestern oder vom Freitag 22 Uhr zu erreichen im positiven Sinne. Und richtig spannend wird es natürlich, wenn wir mal über das Hoch eines Vortages gehen und dann eventuell sogar anfangen, deutlicher zu korrigieren. Wir haben das ja hier schon mal gesehen in der Phase, auch mit den stark fallenden Hochs. Dann gab es einen Preisbereich, hier war es die 15.800, wo der Markt dann nochmal ein, zwei Tage rumgenibbelt ist. Und das war ja dann hier auch nochmal der Anstieg dann vor 2 Wochen, der so deutlich dann die Korrektur eingeleitet hat. Und wenn wir dieses Verhalten, hier auf dieses Verhalten nochmal hier rüber projizieren würden, dann könnte man sich durchaus vorstellen, dass die Korrektur nach oben eventuell auch relativ weit geht. Und vor allem wiederum, dass die Möglichkeit, dass wenn wir oberhalb von 15.738 handeln, ja wieder auch in der alten Trading Range sind. Und in der alten Trading Range ging es ja auch immer mal deutlicher nach oben. Also das wäre hier schon durchaus eine Möglichkeit, die uns der Markt hier aufzeigen könnte, wenn dann wir das Tageshoch vom Vortag rausnehmen. Das kann natürlich jetzt auch im heutigen Handel tiefer rutschen, sodass wir hier vielleicht auch nur bis dahin gehen, eine Tageskerze, die so aussieht oder vielleicht auch rot ist, dann wird dann einfach das Tageshoch weiter runterrutschen. Und wenn wir dann, eines Tages wird es auch so sein, garantiere ich euch, wenn wir dann den Tagesschlusskurs relativ weit oder nahe dem Tageshoch sehen, dann muss der Markt ja gar nicht so viel Action mehr leisten, weil der Anstieg, um den Vortageshoch rauszunehmen, relativ gering ist, ja, der Aufwand dafür, und dann passiert das auch ganz, ganz, ganz von alleine. Ob es heute passiert, ich weiß es nicht. Ob es morgen passiert ist, eventuell, keine Ahnung. Wir werden sehen, wie dann heute der Schlusskurs zum Tageshoch oder zum Tagestief dann hingestellt wird. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben halt die letzten 5 Tage diesen Abwärtstrend, und von daher ist auch ganz klar so, dass man sagen muss, wenn der Markt heute das Gap hier offen lässt, bleibt halt auch die Option offen,
dass wir hier auch neue Tiefs sehen. Sprich, wenn wir das Tagestief vom Freitag rausnehmen, ist der Markt auch direkt auf neuen Wochentiefs und könnte hier auch im Trend weiter fallen. Wenn die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass das hier alles noch viel zu teuer ist gerade, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit. Und wenn man dann hier weiter nach links schaut, dann sehen wir hier noch die Möglichkeit eines Gap Closes. Ich habe das jetzt hier nicht rübergezogen. Also die Marken sind aber auch entsprechend in meinem Intraday-Chart mit drin, mit der 15.328. Und bei entsprechender Dynamik wäre das heute hier nach unten ein relativ einfaches Ziel, denn in der Abwärtsbewegung weitet sich ja die Volatilität bekanntlich aus. Und sollten wir hier nochmal einen Tag nach unten sehen, dann könnte der DAX auch durch das Tief hier fallen und dann auch hier nach unten das Gap schließen. Wenn ich immer das so einzeichne, sieht die Tageskerze hier gar nicht so dramatisch aus und wir hätten dann halt einen weiterhin fallenden oder tieferes Hoch im Chart zu sehen auf Tagesbasis und könnten dann da unten auch diese Ziele mit erreichen. Manchmal muss man sagen, Montag ist halt auch gleich Schontag und da ist auch oftmals abwartende Haltung und was man öfters sieht, ist dann, dass hier erstmal auch nachdem, man muss ja trotzdem im Kontext sehen, die letzte Woche ging schon stark abwärts. Ich hatte es ja auch am Freitag mit einem Auto verglichen. Letzte Woche Montag konnte man das Auto kaufen für 16.185. Jetzt kann man das Auto kaufen für 15.500 Euro oder 15.600 Euro. Und das kann unter Umständen im Vergleich innerhalb dieser kurzen Zeit ein so guter Preisverfall sein, dass am Ende die Kiste optisch günstig ist. Und deswegen sieht man dann an irgendeinem Punkt immer eher die Käufer als die Verkäufer. Oder auf der anderen Seite sagt sich, ja, letzte Woche Montag hätte ich mein Auto verkaufen können für 16.185. Also bei 15.600 verkaufe ich das Auto, was ich hier habe als Besitzer, nicht mehr. Da warte ich doch lieber ab, bis das Auto vielleicht mal wieder 16.000 kostet oder 15.800 Euro. Und da bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, wo es da auch hingehen könnte, dass da auch eine Reaktion auf der Oberseite halt möglich ist. Aber auch hier wieder würde ich das Ganze festmachen an der Wenn-Dann-Regel, nämlich wenn, dann muss der DAX über die 15.656 gehen. Darunter ist es halt auch nur eine Erholung und wäre dann Short weiter möglich. Dann haben wir heute von den Zahlen nicht wirklich viel. 10.30 Uhr Centex Konjunkturindex für die EU, 16 Uhr Lagerbestände, Großhandel Mai endgültig, dürfte auch nichts sein. Dann haben wir noch ein paar Fettreden von Dali, 17 Uhr Meester und um 18 Uhr dann Bostitch. Gut, dann sind wir auch schon bei den Szenarien hier angekommen, dann schauen wir mal rein, also von der Woche runter abgeleitet im Tageschart und dann jetzt runter hier in den 15-Minuten-Chart, wie könnte dann der heutige Tag so ablaufen, an welchen Marken müsste er dann für welches Szenario vorbeikommen, um dann vielleicht weitere Ziele zu erreichen oder an diesen ersten oder nächsten Zielen dann zu scheitern. So. Gut, also Szenario Long wäre Gap Close nach oben bei 15.626 und damit dann wieder in die alte Range über die 15.656 zu gehen. Der DAX kann sich im besten Falle über 15.570 diesen Widerstandsunterstützungsbereich, den wir hier gerade ja sehen, halten, also hier Widerstand und da dann Unterstützung und falls wir darüber bleiben, dann wird die Unterstützung wieder eingezogen und dann wäre hier das Ziel nach oben dann die Gaps zu schließen. Ja. Gut, schafft es nach 9 Uhr durch die 15.588, das ganz klar hier im 15-Minuten-Chart ja noch zu sehen, als mal Unterstützung, wäre, wenn der DAX da scheitert, dann direkt Widerstand, wie ich es jetzt so rot gerade eingezeichnet habe. Also das wäre dann das Ziel, also schaffen wir es hier nach oben reinzugehen durch die 15.588, dann Richtung 15.600 und 15.603, dann das Gap zu schließen. Der Point of Control ist bei 15.596 und damit etwas höher als den Tag zuvor, was zumindest auch mal anzeigt, dass der Markt hier bereit war, auf höheren Volumen, also auf höheren Preisbereichen wieder hauptsächlich zu handeln. Und damit wäre jetzt auch da die Struktur zumindest
aus Sicht der Point of Controls erstmal gebrochen. Mal sehen, ob das heute dann bestätigt werden kann mit wieder einem neuer, höheren Point of Control. Werden wir ja dann sehen. Oberhalb der 15.603 wäre es dann ganz gut, wenn der Markt dann die 15.588, 15.570 als Unterstützung hernimmt und wir dann hier weiter in Richtung Gap Close ansteigen können, um dann durch diesen Widerstandsbereich wieder zu gehen. 15.632 bis 15.656 und da muss dann der DAX dann zeigen, ob man hier dann nochmal in Richtung Tageshoch von Freitag 15.700 hier ansteigen können, um dann, die Linie muss ich löschen, um dann den nächst höheren Widerstandsbereich, hat man ja am Freitag auch schon mal eingezeichnet, dann weiterhin anzusteigen, 15.710 bis 15.738. Und das Spannende wird werden, am Hoch vom Freitag, falls der DAX dorthin kommt, sehen wir an dem Vortageshoch, also am Hoch vom Freitag, sehen wir dort eher Eindeckungen von Short-Positionen, die den DAX nach oben mit durchnehmen. Oder sehen wir dann über dem Hoch dann schon wieder die Verkäufer reinkommen, die ja dann gerne immer nach dieser Maxime leben, so hoch wie möglich verkaufen. Und über einem Tageshoch vom Vortag ist ja erstmal hoch. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, mal als Beispiel, das wäre hier ein Tageshoch gewesen, da ist der Markt auch drüber gegangen und dann fällt er halt. Ja? Also über dem Hoch dann eher die Verkäufe. Und das wird dann spannend werden, was sieht man, wenn oder falls der Markt überhaupt da hochkommt, das wissen wir ja noch gar nicht, aber wenn er dort ist, mal drauf achten, sehen wir dort eher Drive nach oben, dann könnte man von Short-Eindeckungen ausgehen. Also sehen wir am Hoch eher so eine Kontinuität auf der Oberseite. Oder sehen wir nach dem Durchbruch dann eher doch da auf der Oberseite, sodass man schon erkennt, auch in der entsprechenden Zeiteinheit, dass in das Hoch hinein verkauft wird. Wie weit es da runter geht, muss man dann mal sehen. Sollten wir also durch das Hoch vom Freitag brechen, dann wäre das hier Richtung 15.738. Und dann geht es daran, diesen Donnerstag, diesen wirklich extrem schwachen Donnerstag hier wieder zu korrigieren, zu neutralisieren. Und da wäre dann das Ziel, ich habe es noch mit reingeschrieben, in Richtung 15.800 anzusteigen. Aber wenn das gelingen würde, wäre das ein starkes Umkehrsignal erstmal, denn wir würden wieder auch diese Range auf Tagesebene dann wieder zurückerobert haben mit der 15.656. Alternativ, der DAX fällt erstmal nach unten, testet nochmal den Bereich von 15.500 und das Tagestief vom letzter Woche Donnerstag bei 494 und schafft es dann zu steigen. Und da wären wir dann auch schon beim Short-Szenario. Der DAX lässt im besten Falle für Short das Gap nach oben offen und bleibt unter der 15.570. Wir sind jetzt hier schon leichter drüber, aber das wäre natürlich ideal gewesen, ja, wenn wir hier direkt nach unten gehen, in Richtung 15.500, 494. Ja, das wäre hier das Ziel, Tagestief von letzter Woche Donnerstag. Da ein bisschen Erholung und dann muss man halt mal sehen, ob der DAX das denn schafft, dann durch die 15.478 zu fallen. Ihr seht hier im 15-Minuten-Chart keinen wirklichen Close darunter, um dann hier das Tagestief vom Freitag, gleichzeitig auch das Wochentief, deswegen sieht man das von der Schrift jetzt nicht so gut, weil es Day Low und V-Low ist, also Weekly Low, um dann hier unter dem Tief der Woche dann weitere prozyklische Verkäufe zu sehen, die dann den DAX hier nach unten bringen, in Richtung 15.400 bis 15.383 und da hätten wir dann entsprechend das Szenario, dass wir dann auch hier unter der 83 dann noch das Gap schließen könnten, welches dann bei einem FDAX-Gap bei 360 wäre, XDAX-Gap bei 15.328, um dann hier die nächst tiefere Marke bei 15.300 zu erreichen. Ja, ich denke mal, hier unten könnte man vielleicht auch mal nochmal einen spekulativen Long vielleicht sehen, wenn dann wieder so ein Gap geschlossen ist. Das wäre so die Idee. Alternativ wäre, der DAX steigt nach 9 Uhr erstmal nach oben, um die Gaps bei 15.603 und 27 zu schließen und dann danach im Trend wieder nach unten zu fallen. Das wäre halt die andere Idee, ist immer für das Alternative. Warum schreibe ich sowas? Weil man dann ja oft auf die Idee kommt, Mensch, ja toll, jetzt hat er wieder geschrieben, der steigt erst und dann fällt er. Ich weiß ja am Ende auch nicht, wie die Tageskerze ja ausschaut. Und wenn wir uns vorstellen, wir haben den Freitag, oder machen wir es mal so,
Das war der Donnerstag gewesen. Ich mache jetzt hier einfach mal so eine rote Kerze rein. Das war jetzt der Freitag gewesen. Aber hier so eine Kerze rein, so eine blaue. Ja, so. Und wenn heute die Kerze eventuell so aussehen würde, wie gesagt, ich weiß es ja nicht. So, falls wir heute so eine Kerze bekommen mit so einem Docht dran, dann wisst ihr, warum ich da oben diesen alternativen Short dann immer hinschreibe, weil ich natürlich ja nicht weiß, ob der Markt hier nur kurz ansteigt oder hier bis hierhin, um dann zu fallen. Und dann ergibt sich genau dieser Docht und das ist halt die Kerze, die das dann abdeckt. Und deswegen gibt es da das alternative Short-Szenario an der Stelle. Genau. Gut, ja, das soweit. Ja, die Ideen für heute. Ich bin gespannt, was der DAX entsprechend hier zeigt oder uns zeigt, weil dann gucke ich nochmal schnell durch die Streams hier durch. Bei Twitch 144 Leute. Yeah, super. Sogar jetzt 163 Leute. Na da, I'm on fire. Weil ich hier gerade sehe, der Sprecher hat so krass viel TA-Know-how, also technisch, der ist bestimmt schon Millionär mit Trading geworden. Das ist ja nur die Analyse, ja. Also knapp vor Millionär, sagen wir es mal so. Aber die Analyse ist ja nicht die technische Umsetzung oder die praktische Umsetzung. Und da, das ist nochmal ein ganz anderer Part. Ja? Also das technische Know-how zu haben, das kann sich ja jeder aneignen. Und die Szenarien sind ja am Ende auch nur eine Möglichkeit. Und für uns als Trader heißt es ja dann Know-how hin oder her. Ich muss halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle das Richtige tun. Oder zumindest das in Anbetracht dessen, was man erwartet, tun. Und die anderen Marktteilnehmer, die alle den Markt wirklich bewegen, die müssen genau das Gleiche tun, was ich denke. Dann wird das halt auch funktionieren. Ja, und wie man es aber auch hier sieht, es gibt halt auch immer eine Alternative. Also sprich, auf gut Deutsch gesagt, immer auch eine Möglichkeit, dass genau das, was man erwartet, halt nicht eintritt. Und das ist die Alternative. Das heißt nicht, dass ich jetzt den Verlauf hier perfekt hoch und runter handeln kann. Also kann ich auch nicht. Weil ich natürlich ja auch nicht weiß, was macht der Rest. Die den Markt halt wirklich bewegen. Ja, am Ende setzt jeder ja nur da drauf und auch egal, ob groß oder klein, setzt da drauf, dass, keine Ahnung, ein Markt bis X läuft und dann Y macht, also entweder weiter steigt oder von dort aus fällt, je nachdem, wie halt die Einstellung ist. Und je besser man das lesen lernt, desto besser wird man dann entsprechend auch die technische Analyse umsetzen können und weniger Ausdauer haben oder im besten Falle mehr verdienen, als man riskiert. Das ist am Ende die Idee dahinter. Also ich kann zwar morgen euch sagen, was der Markt gemacht hat, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Und ich habe aber für mich halt Regeln und mit den Szenarien, ich erkläre es halt immer gerne wieder, weil so brennt sich es auch ein für die, die schon etwas länger dabei sind. Ich erwarte halt, dass der Markt an gewisse Marken halt ranläuft und an diesen Marken muss ich dann immer entscheiden, um es nochmal anders auszudrücken, ist es Endhaltestelle oder nur ein Zwischenstopp. Heißt, wenn ich hier davon ausgehe, dass es Endhaltestelle und danach dreht der Markt halt um ins alternative Short zu gehen, dann würde ich dort oben die Short suchen, ist es für mich halt nur eine Zwischenstation oder für jemanden, für einen anderen Long-Trader, ja, für einen anderen Trader nur eine Zwischenstation, dann erwartet der den weiteren Verlauf, dann muss der Markt den auch machen. Und je nachdem, wie sich der Markt an der Stelle entscheidet, habe ich da eine Chance und Risiko. Und jetzt vielleicht da im Anschluss gleich nochmal die Idee, wie kann man es handeln? Ja? Im besten Falle gehe ich, wenn ich halt long gehe, entweder hier long und habe die Möglichkeit, dass wenn es nur eine Zwischenstation ist, weiter mitzufahren. Ist es Endstation, habe ich halt oftmals die Möglichkeit, dass ich hier plus minus null aus dem ganzen Trade halt rauskomme. Und wenn der Markt dann wirklich runterfährt, dann habe ich da einen guten Exit gehabt. Klar, kann auch passieren, dass man hier rausgeht und dann steigt es weiter. Siehe mein Trade auch am Freitag, den ich da gemacht habe, ist ja am Ende genauso gewesen, wo der Markt mich ja knapp ausgestoppt hatte hier. Nee, halt. Also ging es halt hoch und dann entsprechend nochmal runter, ja, und ja, knapp ausgestoppt, weil genau das der Grund halt ist, weil ich ja nicht weiß,
fällt es halt nur so knapp oder fällt es da wieder runter? Und das ist genau das Thema. Nach der Analyse kommt der Trade und der Trade hat eine Chance und ein Risiko. Und das Risiko versuche ich halt so gut wie es geht zu minimieren. Genau, das ist am Ende alles, worum es geht. Und die Entscheidung, ob ein Markt von einem Punkt aus X weiter steigt, das haben wir nicht in unserer Hand. Es müssen halt immer die anderen machen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man als Trader auch ein guter Beobachter ist der Marktstrukturen, um dann auf das entsprechende Pferd zu setzen, Long oder Short. Im M30 ist der DAX im Abwärtstrend, Ziel 15.200 ab 15.600. Genau, ja, also auch auf Tagesbasis ist ja der Markt auch in der Abwärtsbewegung. Ja, und jetzt kommt es halt nur darauf an, ab wann möchte man dann eher die Short-Seite sehen, also dass sich das nach unten auflöst, das Ganze. Ist jetzt egal, ob man jetzt M30 oder H1 nimmt oder hier der M15. Im M15 wiederum ist es halt ein erster beginnender Aufwärtstrend. Ja. So muss man es dann halt auch sehen. Ja. Also hier, ich mache mal, also das war jetzt ein altes Chartbild. Ich mache mal schnell einen neuen Chart auf. Dann können wir uns das hier auch nochmal ganz schnell angucken. Also so ein ganz nackter Chart. Wir machen mal hier, jetzt ist M15 offen. Im M15, wenn man so will, hat man hier durch diesen Overnight-Handel ja auch noch einen Abwärtstrend. Den seht ihr jetzt gerade nicht in meinem Chartverlauf, weil ich da ja nur den Chart von 8 Uhr bis 22 Uhr habe. Wenn wir uns dann hier den M30 jetzt angucken, dann ist es immer noch ein Abwärtstrend, wird dann aber schwächer, der Abwärtstrend, vor allem, wenn der DAX da drüber bleibt, meines Erachtens nach, wie gesagt, kann mich täuschen, und spätestens, wenn der Markt da drüber geht, dann hätten wir hier durchaus die Möglichkeit auch weiter zu laufen. Ne? Also hier ist der Abwärtstrend, das Tief hat der Markt rausgenommen, ab da, und das ist halt dann die Frage dann, ne? Wie weit bewertet man jetzt den Overnight-Handel mit rein oder nicht? Ja, und wenn es hier hochgeht, dann ist das schon der Beginn, sozusagen Bruch dieser Abwärtsstruktur ist dann so ein erstes Zeichen. Und wenn der Markt da oben hinkommt, dann geht es dann darum, geht es halt höher oder nicht. Auf der anderen Seite ist die andere Aussage, geht es da drüber und weiter. Die andere Aussage dazu ist immer, und das ist das, was man halt nicht vergessen darf, ist, solange der Markt das Hoch hier nicht rausnimmt, also solange er in diesem roten Bereich nur bleibt, es besteht jederzeit die Möglichkeit, dass wir hier auch eine Verkaufsattacke sehen, unter das Tief drunter fallen und damit dann, wie es der Kollege hier schon sagte, ein anderer Trader, dass wir hier weiter nach unten fallen und dann vielleicht auch neue Tiefs sehen. So. Und wie der Markt das ausspielt, das werden wir sehen. Oder ihr seid ja auch live dabei, wenn ihr in einen Trade eingeht, und dann werdet ihr das sehen, ob eure Denkweise genau die Denkweise ist, aller anderen Marktteilnehmer, die den Markt bewegen, oder halt nicht. Und das ist das, was man Tag ein, Tag aus trainieren muss. Gut, in dem Sinne wünsche ich euch auf alle Fälle einen guten Start in die neue Handelswoche. Ja, und bin gespannt, wie der DAX das Ganze hier ausspielt. Und auch im Stundenchart sehen wir, dass das Tageshoch vom Freitag der entscheidende letzte Hochpunkt ist, wo sich dann viel auch dran festmachen lassen wird. Meines Erachtens nach. Gut, dann wünsche ich euch, ja, wie gesagt, erfolgreiche Trades. Ich schalte zurück nach Berlin zu Edmunds, dem DAX 40 Spezialisten, und natürlich auch zu meinem Börsenfreund Andreas, der bei Twitch das Ganze hier live überträgt, was mich immer wieder super freut. Und auch den Leuten wünsche ich einen guten Start in den Handelstag und freue mich natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, gleiche Stelle, gleiche Welle, um weiterhin diesen Content zu erfahren, zu erleben. Viel Know-how, und ja, ab 8.30 Uhr bin ich zumindest für euch da. Ich glaube, ich bin jetzt noch 3 Wochen da und dann bin ich auch erstmal im Urlaub, das schon mal so angekündigt. Und ja, dann bis morgen früh, 8.30 Uhr. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, Heiko, vielen Dank für deine heutige Analyse und die Beantwortung der Fragen, liebe Teilnehmer. Natürlich auch vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Und wie es Heiko schon gesagt hat, morgen geht es dann pünktlich um 8.30 Uhr wieder zusammen mit ihm weiter. Jetzt gleich im Anschluss unser Punkt 10 am Puls der Märkte wieder mit dem Jens Klatt. Und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich schon mal erfolgreiche Trades. Wir hören uns dann.